damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel. Heute in der Folge von FB Pack Zeug aus. Bevor wir uns heute diesem Paket widmen, welches ziemlich klein ist für das, was da eigentlich drin sein sollte, wollte ich euch nur kurz mal eben auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Ich habe es nämlich endlich geschafft. Ich habe mir bei Kleinanzeigen eine PlayStation 3 besorgt. Eine Slim, keine neuartige Super Slim, die gefiel mir von der Optik her nicht so gut. Und auch keine Fett, welche mir zu laut war, obwohl man natürlich drauf PlayStation 1 und eingeschränkt PlayStation 2 Spiele spielen kann. Ein ganz normales Leben. Die zeige ich euch an sich gerade nicht, also die Konsole zeige ich euch gerade nicht, weil da wird gerade Gran Turismo 5 installiert. Was mir auch aufgefallen ist, bei PlayStation 3 Spielen werden die Spiele wesentlich häufiger zwangsläufig installiert, weil der Blu-ray-Player der PlayStation 3 immer schon vergleichsweise langsam war. Als der DVD-Player, Xbox 60, die Xbox hatte nur ein DVD-Spiel, aber dafür war der schneller, deswegen musste man die meisten Spiele nicht installieren. War aber hier und da angebracht, weil die Konsole sonst sehr laut und manchmal lange Ladezeiten hatte. Aber bei der PlayStation war das eben zwangshaft. Ich werde euch aber stattdessen die Spiele zeigen, die mir da mitgeliefert wurden, die ich mir mitgeliefert habe. Die meisten davon werde ich wahrscheinlich, jetzt kommen ihr in Spielen, tauschen oder verkaufen wollen, weil die mich entweder überhaupt nicht interessieren oder weil ich die schon für die Xbox habe. Das einzige Spiel, was ich wahrscheinlich behalten werde, ist Gran Turismo 5, das habe ich hier. Was ich für die Xbox bereits habe und was ich verkaufen würde, ist einerseits das neue Grand Theft Auto, also GTA 5, ne? Auch noch gar nicht mal so alt, ein Jahr her und natürlich ein ziemlich gutes Spiel. Und Driver San Francisco, eine große Empfehlung von mir, habe ich sehr gerne gespielt, ein sehr gutes Driver, geiles Spiel. Ja, folgendes Spiel interessiert mich gar nicht, FIFA 13 könnt ihr haben, Battlefield 3 könnt ihr auch haben und was sehr merkwürdig ist, Verpackung zu Black Ops 2, worin sich aber merkwürdigerweise Ghost befindet. Ich verstehe überhaupt nicht, ob ich hatte mal angeschrieben, was das soll, ist ja nicht schlimm, also interessiert mich beides überhaupt nicht. Aber wenn euch irgendeines dieser Spiele interessiert, schickt mir eine PN und sagt mir, was ihr dafür haben wollt, sagt mir euren Preis oder vielleicht, ob ihr was tauschen wollt. Keine Ahnung, bietet auf jeden Fall mal was an. Naja, aber um diese Spiele soll es eigentlich nicht gehen, nur so mal beiläufig, ja, erwähnt, wollte ich es haben auf jeden Fall, damit ihr wisst, okay, ich habe jetzt auch eine PS3, ich habe jetzt eine 360, PS3 und Wii, die gesamte Generation, habe ich abgehakt. Und falls ihr meine PSN wissen wollt, das ist exakt dieselbe wie auch mein Xbox Live-Konto, um es euch einfach zu machen, auf Xbox und auf PlayStation heiße ich Future Perfect 55, also Future Perfect und dann 55, Schnapszahlen. Gut, kommen wir zum eigentlichen Mega-Event heute, zu diesem Paket. Ich bin schon so gespannt, ihr hoffentlich auch, denn was da drin ist, auf das habe ich mich schon sehr lange gefreut. Ich kenne das natürlich schon, es ist schon im Titel enthalten. Ziemlich klein das Paket, muss ich sagen, weil da wurde eigentlich was beigeliefert, zu dem Doppelpack. Mal eben gucken, hier noch was. Und dann können wir es auch gleich direkt aufmachen. Bin schon sehr gespannt. Weil das Spiel habe ich bereits durchgespielt, und zwar auf dem PC, aber ich wollte es für die Xbox nochmal haben. Weil es geiler war und auch wegen der Erfolge. Ja, um die geht es mir mittlerweile sehr gerne. Dann haben wir hier noch, ja, noch einmal. Ich mache es mal ein bisschen tiefer, dann könnt ihr es besser sehen. Die Spannung steigt, wollen wir, hoppala. Wenn ich hier gleich abrutsche, dann schlage ich mir den Finger ab. So, hier noch, machen wir hier auf. Jo, so einfach geht das hier, ja, von mir aus. Aber hier noch eben auf, aber dann haben wir es ja auch. So. La 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 la. So, einmal die Pappe geschnitten, warum auch nicht. So. Und darin haben wir neu eingespeist und erst seit Mitte Mai erhältlich. Ja. Die Doppelpack-Edition von Dead Island zusammen mit dem zweiten Teil der Line Riptide, welcher eigentlich nicht so viel neu macht, aber es, naja, es ist so ein Vollpreis-DLC Riptide. Handlung wird erweitert, aber sonst ist da überhaupt fast gar nichts Neues. Aber immerhin alle geilen LCs sind dabei, welche bei Dead Island nicht so zahlreich waren. Aber ganz nett, beim ersten Teil hat man eine Kreissäge, wo man den Gegnern richtig scharf den Kopf abhacken kann. Und beim zweiten so eine Barbecue, so eine Grillzange, die brennt und die irgendwie elektrisch ist. Und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Doppelpack, super geiles Spiel und da freue ich mich schon drauf, das wieder mal zu spielen. Und ein weiteres Spiel, was in Deutschland sehr stark zensiert ist. Ich meine, immerhin erschien es in Deutschland. Das erschien gar nicht in Deutschland, weil man wusste, das wird niemals durch die USK kommen. The Darkness. Unzensiert, PEGI, die USK-Version ist stark, stark, stark geschnitten, von da an kauft ihr euch bloß nicht. Und was ich noch hier habe, ist ein bisschen Merchandise, ja, ein bisschen Merchandise für Dead Island, weil diese Doppelpack-Edition gerade rausgekommen ist, bekamen alle bei Gamer, die sie das bis zum letzten Sonntag, bis zum 25. bestellt haben. Erstens, ein T-Shirt, was ist das denn? Nee, guck, ich mach's mal eben auf. Ja, ist L, das ist gut, weil L trage ich auch. Auf der Vorderseite Worldwide Hard Combat Association, das trägt wahrscheinlich einer der Charaktere, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich weiß nicht welcher. Und auf der Rückseite Dead Island, Melan Riptide. Sehr geil.
Sogar sehr geil. Und was ich auch geil finde, was wahrscheinlich in der Herstellung 50 Cent gekostet hat, aber ich finde es trotzdem geil, ein Schlüsselbund mit der Leine. Den trage ich jetzt immer. Ich trage nämlich gerne Schlüsselbunde, Bünde, Bündchen, was auch immer. Dead Island. Super. So, packen wir sie mal aus. Ja. By the Darkness handelt es sich um eine Mischung aus Ego-Shooter und Survival-Horror mit Monster-Action und so weiter. Auf jeden Fall spielt man da als Dämonenbeschwörter irgendwas mit Dämonenarmen und ja, ich labere gerade irgendwie Scheiße. Auf jeden Fall super, super Handlungszusammenfassung. Das ist auf jeden Fall, erinnert mich sehr stark ein bisschen an Condemned von Monolith. Und wir machen es mal kurz auf. Wie gesagt, das ist die USK-Version, die ist geschnitten. Nicht geschnitten. Sehr stark umgeschnitten. Ja, also tu dich bloß nicht zwangern und kauft euch die USK-Version, sondern die ist geschnitten bis zum Gehen nicht mehr. Was ich auch geil finde, was bei den eher älteren Xbox 360-Spielen immer der Fall war, im Vergleich zu den heutigen, vor allem bei EA-Spielen, die Anleitung ist richtig schön umfangreich. Da ist wirklich alles drin, was man braucht. Habe ich auch schon bei Condemned so erlebt. Und das Spiel ist neu. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es Geheimtipp nennen kann, weil das so erfolglos war das Spiel eigentlich nicht. Ein erfolgreiches, kleines Survival-Horror-Ego-Shooter-Spiel. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, Empfehlung genug habe ich ja für deine ausgesprochen. Wir machen es trotzdem mal eben kurz auf. Dead Island ist, um es kurz zu fassen, ein bisschen wie Left 4 Dead, nur eben in einer tropischen Umgebung und mit offener Welt und ordentlich brutal, weswegen es in Deutschland nicht veröffentlicht wurde und in Zielopliste A ist. Ein Paradies zum Sterben schön, das ist die ultimative Kollektion des Dead Island-Universums mit beiden Hauptspielen und allen erhältlichen Erweiterungen. Dead Island Game of the Year Edition, Complete Edition, Bloodbath Arena, Rider White Mission, The Ripper, Active Character Skins, XP, Werte Boost dazu, wo wir Spaß hätten und noch viele weitere Anglizismen, keine Ahnung. Machen wir eine Ziele weg. So. Schnapp dir deine Freunde und genieße endlose Zombies Survival Action in einer offenen Spielwelt. So will ich es haben. Wir haben, ja, zwei DVDs. Jeweils die Classics. Ne? So soll es sein. Peggy, weil USK-Version gibt es gar nicht von dem Spiel, logisch. Ja, und die Anleitung von diesen zwei Spielen zusammengefasst ist kürzer als die von Dead Island. Daran kann man sehen, die Leute in den Spieleentwicklerfirmen und alles mögliche, die sparen sich wahrscheinlich dumm und dämlich, indem sie Papier sparen und auf Kosten der Sammler. Ja, schwarz-weiß im Vergleich zu den anderen nicht mehr ganz so schön und da ist eigentlich fast nichts mehr drin. Ja, aber tatsächlich ein bisschen über den Durchschnitt von heutigen Spielen. Also sehr enttäuschend, diese Entwicklung, dass immer mehr gespart wird bei diesen Anleitungen. Ich meine, okay, ist schön, wenn die Umwelt sichern, aber dafür dann bitte eine 60 Euro verlangen. Ich hab jetzt nicht hier für 60 Euro bezahlt, 34,90 und für das andere Spiel 10 Euro. Aber trotzdem finde ich das, finde ich ein bisschen suboptimal. Nicht aber das Spiel. Das Spiel ist natürlich geil. So, und dann war es das mal wieder mit der neuen Folge FB. Packt Zeug aus mit The Darkness, mit Dead Island und noch viel mehr Merchandise-Scheiß, den keiner braucht, aber jeder will. Und die ganzen PS3-Spiele auch noch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.